Ein Lipödem ist eine genetische Erkrankung des Fettes an den Beinen und meistens auch an den Armen. Die Ursache ist eigentlich ein Stopp des Lymphflusses vom Fettgewebe in die Lymphbahnen. Dadurch kommt es zu einem Lymphstau und in diesem Lymphstau vermehren sich Fettzellen. Im Gegensatz zur Überernährung oder zu vielen Essen, in dem Fall, werden die Fettzellen größer. Also noch eine Vermehrung der Fettzellen in den Beinen und auch an den Armen. Aus diesem Grund ist auch diese ganze Fettvermehrung diät- und bewegungsresistent. Das Problem beginnt etwa mit 14 mit dem hormonellen Wechsel. Das Ganze ist hormonell abhängig. Und da würde man das noch nicht so machen, weil Kinder oder Jugendliche sind bis zu einem Alter von etwa 18 nicht in der Lage, sich selbst bestimmend zu einer Operation zu unterziehen. Das wissen wir auch aus der kosmetischen Chirurgie. Aber ab 20 ist es sinnvoll, bei rechtzeitiger Diagnose die Leute zu behandeln. Man kann es bis in das späte Alter behandeln, nur man muss dann sehr vorsichtig sein bezüglich der Entfernung der Menge an Fett. Also muss man sehr zurückhaltend sein und man muss auch die Begleiterkrankungen im Laufe des Alters mit berücksichtigen. Also die einzige zielführende und eigentlich nachhaltige Behandlungsoption ist die Entfernung des krankhaften Fettgewebes an den Beinen und, wenn vorhanden, auch an den Armen in Lokalanästhesie, in einer speziellen Form der Lokalanästhesie, der Tumeszenztechnik. Es sind meistens 2 bis 3 Eingriffe notwendig. Und wenn dieses krankhafte Fettgewebe entfernt ist, dann ist das auch nachhaltig und die Patienten haben dann keine Beschwerden mehr. Studien haben da gezeigt, dass auch in einer Nachbeobachtung von 8 bis 10 Jahren hier eine Beschwerdefreiheit zu erreichen ist. Also das Ziel dieser Infoveranstaltung ist, den Damen, die unter einem Lipödem leiden, klarzumachen, dass es eine Krankheit ist, dass es eine medizinische Diagnose ist, kein rein ästhetischer Eingriff, dass es viele Leidensgenossinnen gibt. Wir haben, wie gesagt, ca. 5% bis 7% der Österreicherinnen, die unter diesem Problem leiden. Und wir wollen Ihnen klarmachen, dass es mit dieser speziellen Technik eine Therapie gibt, die eben nachhaltig ist und die Ihnen die Beschwerden nehmen kann. Das Problem ist, dass den Kassen meistens die Erkrankung nicht bekannt ist. Wir rechnen, dass 5 bis 7% der Österreicherinnen dieses Problem haben. Also die häufigst nicht erkannte Erkrankung der Frau in Österreich. Die Behandlung selber ist sehr teuer, wird ambulant von uns durchgeführt. Im stationären Bereich kostet es angeblich nichts, nur das 7- bis 10-fache. Das wissen wir. Es gibt keine Kostenrechnung im Krankenhaus. Das heißt, die Krankenkassen sind damit überfordert momentan, weil überhaupt unser staatliches System, das Gesundheitssystem in vielen Bereichen überfordert ist. Sie schaffen auch hier nicht, den Patienten eine ordentliche Behandlung zukommen zu lassen.